Adler MTB Cup in Remscheid, das Finale im NRW Cup. Das ist doch fein. Ja. Gut, bei dir? Regnet nicht. Ja, aber das ist ein bisschen feucht, glaube ich, die Wurzeln, ne? Ja, aber solange jetzt nicht Regen verboten. Ja. Erstmal. Kennst du die Strecke? Ja. Wie beim letzten Jahr. Ja. Hier seht ihr die Fun-Klassen nach der Einführungsrunde. Schon mal sorry, ich konnte nicht ganz so viel filmen. Ich hatte ein bisschen wenig Zeit. Und wer die Rennstrecke noch nicht kennen sollte, ich verlinke euch mal am Ende des Videos ein Video, wo ich euch die komplette Rennstrecke einmal zeige. Die hatte ich nämlich letztes Jahr schon mal aufgenommen. Gib Gas, los! Hopp, 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 hopp! Und jetzt aber schön die A-Linie hier. Ja, los, komm! Weiter, weiter, weiter! Sicher. Thorsten, jawohl, sauber! Ja. Jawohl, Max! Sauber! Oh! Ja, der lenkt heiß durch, scheiße! Ja, am Ende Platz 7 für mich. Ja, die Platzierung geht in Ordnung. Ich war zuvor Abend auf den Geburtstag eingeladen und ja, sollte man vorm Rennen nicht machen. Nur so als Tipp. Tom! Ja. Oh. Anstrengend, ne? Heftige Strecke. Ja. Wir hatten ein ganzes Problem. Wir hatten so Überdruck. Wir haben Überdruck hattet ihr. Wirklich, ne? Wir haben die Elite eingeholt. Ja. Dann waren die ganze Zeit noch behindert und einmal. Und wir sind so dritt gefahren. Also, wenn man dann zwei von hinten, die machen dann klar. Dann dieser eine Drop da hinten, ne? Ja. Sind bei der Strecke mit Anschluss immer schön. Wenn du Anschluss verloren hast ein bisschen, bist du halt irgendwie weg. Genau. Dann war ich hinter ihm, dann zusammen. Dann ist der eine bei dem Drop. Ich weiß, was er gemacht hat. Ich musste richtig absteigen komplett. Will konnte noch weiterfahren. Ich bin also immer aufs Rad gekommen, erstmal so richtig, bin da so reingesprungen in den Drop. Weißt du, Fahrrad neben mir und ich so reingesprungen. Ja. Erst um die Kurve und dann war immer so 10 Meter. Aber die sind irgendwie nicht zugeworden und danach hat mich dann, kennst du das, wenn du so in so einem Intervall-Mode drin ist, dann ist der Kopf richtig heiß, du kannst voll drücken. Ja. Und dann war ich kurz kalt so. Okay. Und dann wollte der Motor nicht so richtig wieder aufheizen. Ja, trotzdem beste Radbeutel bis jetzt. Was ist das?
zweit oder als erster. Ja, Glückwunsch, Jungs. Sauber. Auf Platz 6 gelandet, obwohl ich in Saalhausen nicht mit am Start war. Das erste Rennen musste ich auslassen, daher auch kein Streichergebnis bei mir. Und mein Teamkollege Andreas Bader hat den Gesamtsieg geholt. Platz 1 für Andi, herzlichen Glückwunsch. Das war die Rennsaison 2023. Nächstes Jahr bin ich wieder mit am Start und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, auf Abonnieren klicken. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich wünsche euch jetzt noch ein paar schöne Tage. Macht's gut, haut rein. Tschö, tschö.